Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Was gibt es Schönes zur Weihnachtszeit, als ein Geschenk zu bekommen? Ja, ich weiß, ein Geschenk irgendwann anders zu bekommen, dann, wenn sich nicht jeder mehr oder weniger gesellschaftlich gezwungen fühlen muss, irgendwas herzuschenken, sondern dann, wenn die Sachen wirklich von Herzen kommen. Wobei ich tatsächlich dazu sagen muss, dass ich vielleicht nicht von allen Leuten Geschenke annehmen würde. Vielleicht ein Handy von unserer ehemaligen Bundesregierung würde ich nicht nehmen, weil ich mir denke, ich könnte da drinnen auf Bilder stoßen, die ich einfach nicht sehen möchte. Und das bringt mich überraschenderweise indirekt zu meinem heutigen Unboxing-Kandidaten Devil's Gift. Ja, wobei man an der Stelle dazu sagen muss, der Film heißt ja nicht Devil's Gift, sondern Devil's Gift. Also ich weiß nicht, was Cruella jetzt per se mit diesem Film zu tun hat, aber wir werden es vielleicht herausfinden. Aber Devil's Gift ist tatsächlich ein Film aus dem Jahr 1984, der hierzulande von Wonderworld bzw. Intercontinental auf Videokassette veröffentlicht wurde, dabei bereits in beiden Versionen ungeprüft, aber in seiner ungeschnittenen Fassung vorlag und mit Unterschied von dem Wonderworld-Rahmen grundsätzlich auf beiden Kassetten dasselbe Cover-Artwork bot. Und das ist im Übrigen auch dasselbe Design, das wir hier bei dieser Mediabook-Veröffentlichung bekommen haben, die es jetzt eben von WMM im Rahmen der Super Spooky Stories gibt. Und das ist, finde ich, ein relativ cooles Design. Einerseits mag ich, dass man quasi das Hirnschmalz von Homer Simpson auf dem Cover-Artwork verewigt hat oder eine einzige Art und Weise, wie man diesen einen Kultfilm von Dario Argento noch etwas weniger gruselig machen hätte können. Was ich allerdings jetzt nicht verstehe, ist, warum dieses überaus pummelige Haus hier im Hintergrund einen Schneemann mit Zylinderhut aufgesetzt hat, der außerdem noch ein bisschen eine Pinocchio-Nase hat. Dazu gibt's im Hintergrund noch irgendeine Dämonenfrau, die offensichtlich gerade versucht, Ben Kingsley zu verspeisen, der sich definitiv aber gerade bemüht, seine Zauberkräfte so einzusetzen, dass er diese Kerze aus dem Bild entfernen kann. Wäre ich übrigens auch dafür. Aber in jedem Fall ist das ein ziemlich cool gezeichnetes, ziemlich cool aufbereitetes Cover-Artwork hier, das vor allem eben, wie man es von WMM nicht anders gewohnt ist, hier für diese Edition absolut wundervoll platziert wurde, aufbereitet wurde, restauriert wurde. Das ist ein sauberes, scharfes, farbenfrohes, gut gemachtes Motiv, das mir persönlich eben für diese Reihe hier absolut gut gefällt. Schauen wir dann einmal auf das Backcover. Das entspricht ebenfalls ich sage jetzt einmal so lala dem alten deutschen Videocover. Natürlich musste man hier aufgrund der unterschiedlichen Platzvorkehrungen ein bisschen eine Änderung vornehmen, denn eigentlich wäre dieses Bild hier mehr oder weniger von anderen Bildern umzingelt und wir hätten unten noch zwei größere und ein kleineres Bild. Auf die musste man natürlich, weil auf dem Backcover vom Mediabook bedeutend weniger Platz ist, verzichten. Dafür hat man dann eben hier den Devil's Gift-Schriftzug, der auf der VHS-Kassette unterhalb von diesem Bild 9er ist, etwas vergrößert, sodass der genau hier hineinpasst, fast. Das finde ich auch ziemlich cool, sodass eigentlich der Text mit den Bildern ganz gut abschließt. Dann haben wir die Inhaltsangabe, die auf der VHS-Kassette noch ein bisschen mehr einfach nur drauf gedruckt ausschaut und natürlich dann den typischen Verlauf unten von den WMM Super Spooky Stories Mediabooks mit den technischen Details und sonstigen Informationen, wie eben zum Beispiel auch unserer Limitierung. Wir können dann einmal ins Innere schauen, sehen hier, hoha, da müssen wir natürlich das Mediabook zuerst einmal aufmachen und uns anschauen, einerseits hier den Diskdruck von Devil's Gift, andererseits hier vom großen X als Bonusfilm hier der Titel Paranoia mit dabei. Schön, dass das auf der Disc steht, weil damit kann ich nachschauen, was es mit diesem Film auf sich hat oder auch nicht, weil es 30 Filme gibt, die diesen Titel haben, aber wahrscheinlich wird es der Umberto Lenzi-Film aus dem Jahr 1970 sein, der auch als Nummer 44 hier im Rahmen der Eurocult Collection veröffentlicht wurde, genau, und damals sogar eine Blu-ray-Premiere dargestellt hat. Das ist natürlich ein ziemlich cooler, hochwertiger und damit auch seltener und überraschender Bonusfilm. Wir haben in dem Fall dieses Mal wieder ein neues Innendesign hier bei dieser Staffel und bei dieser VÖ.
von den Super Spooky Stories, das wir uns natürlich ganz kurz anschauen können, ist natürlich auch in dem Fall wieder ein bisschen klischeehafter Grusel, aber sieht irgendwie ganz nett aus. Man darf ja eben nicht vergessen, dass es sich bei diesen Mediabooks um Budget Releases in sehr geringer Auflage handelt und man deswegen eben immer nur staffelübergreifende und nur selten für jeden Titel spezielle einzigartige Booklets machen kann, weil man eben sonst die Mediabooks einfach nicht herstellen konnte. So gibt's auch eben in dem Fall von Mike Blankenburg ein Booklet, das sich wieder auf einige Titel aus dieser Staffel der Super Spooky Stories bezieht. Diesmal sogar ohne ein einziges Bild, die ganzen, also mit Ausnahme von ganz vorne und ganz hinten, aber die ganzen 14 innenliegenden Seiten sind wirklich voll mit Text. Das ist eine coole Sache, das kann man natürlich dann gemütlich als Nachschlag für diese Staffel verstehen, ist meiner Meinung nach eine gelungene und optisch ansprechende VÖ.